Here you go, Peggy. There's everything your mother ordered and a ration card. And here's a Lachrichnecker just for you. Wow. Gee, thanks, Mr. Wilson. Hi, Peggy. Hi, Bill. I'm going to get you out. Get it off. Hang on, I'm going to get you out of there. Hang on, buddy. Just hang on. Good nutrition is a matter of state security. Wunderbar soldier who ever lived. Power of Thunder. Welcome back to round three. Now is where it gets really exciting on America's number one game show. Okay, hands on your buzzers. Here we go. The Honorable U.S. Exercise self-control. Just illegal. Dr. Shane, darling, Dr. Shane, thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony, was the place we'd meet. Second seat, gold Dutch treat, you were sweet. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Anja. William, ich habe so gebetet, dass du aufwachst. Du bist so dick geworden. Seth sagt, wir kriegen Zwillinge. Frau Engel, sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blazkowicz? Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Habt ihr euch für den Sprachkurs angemeldet? Wir müssen den Amerikanern ihren Kampfgeist zurückgeben. Hass! Max, Hass? Guter Schuss, Max. Lächeln! Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig, bitte. Als erstes möchte ich hier klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was sagen Sie? Sie gehören zum Regime? Oh, scheiß drauf. Verdammtes Arschloch! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Hey! Sie holen jetzt Super Spech wieder rein und setzen ihn ab. Sonst versenke ich diese Granate in Ihrem verdammten Arsch. Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Oh nein! Entdeckung! Entspann dich, Mann. Ist nur ein Blindgänger. Die hat so einen kranken Humor. Seit geraumer Zeit berichten diverse Quellen über diesen Anführer des Widerstands namens Horton. Also, meine Ma sagte,
Frau keinen Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror Billy. Entspann dich und trink anständig aus. Teufel nochmal. Hör zu, Terror Billy. Ich respektiere deine Ambitionen. Aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Ich hätte sie eigentlich gar nicht für so ein Weichei gehalten. Wir stellten uns ihnen entgegen! Der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Ich bekomme bald Kinder, verdammt! Und ich werde sie um keinen Preis in einer regimeverseuchten Scheißwelt großziehen! Nimmt man den Amerikanern die Freiheit, spielt man mit dem Feuer. Und ich werde noch Öl hineingießen. Wir müssen los.